Wieder versammelt. Ne? Wir gehen ja wieder um diesen schönen Pokal da, der dieses Jahr bei uns bleibt. Ne, muss ich jetzt mal so betonen. Hast du mal eine Kette gelegt? Wir haben fleißig trainiert, meine Fingerabdrücke sind auch schon drauf. Also ich denke mal, wird ein spannendes Rennen werden. Soweit habe ich schon mal alle erfasst in der Liste. Einige Karten muss ich noch ausstellen. Ich würde sagen, ich möchte ganz gerne als Erster auch mit runtergehen schießen. Dann habe ich das nachher schneller auch mit der Auswertung hin und her. Wer gerne noch Kaffee trinken möchte, alle Sahne, Bockwurst bitte nochmal anmelden, dann schmeißen wir nochmal welche rein. Ja, das sollte auch so sein. Ansonsten wird es gutes Gelingen, Fair Play, sage ich jetzt mal so, und gut Schuss. Ja, alles gut. Okay. Guten Tag. Geschossen hat, der möchte bitte da oben runterkommen, dann weiß ich, wer fertig ist. Und die anderen werden nicht gestört, weil er doch ein bisschen überträgt da unten. Höchste Kaliber, mit dem ich schießen kann. Ja. Ich habe mich nicht entlassen können. Der Rauchen gehört dazu. Ja, ja. Oh. Hier, diese. Die hier. Achso, dann wird alles noch schwer. Habt ihr euch schon mal erkundig gemacht hier wegen der Notruf von unserem Kampel? Ja. Also der Schaltschutz? Ja. Hier also drin jetzt? Ja, ja. Leiser. Ja, ja, wir haben schon mal alles. Wir haben schon mal eine Teuer. Spezielle Zeug soll ja auch ein bisschen.
naja, stabil sein, wenn du die mal gegenlegst, dann kann ich auch machen. Ja, ist ja alles so Zeit. Nö, das macht doch gar nicht Spaß. Ne? Ja. Das sei denn, ich mache einen Vorschuss. Das kommt bestimmt, kriegt man ja hier. Ja, ja, kriege ich mal auch. Immer mehr wollen. Ja. Die will ich jetzt noch. Ja, das kann man nicht. Der war ein Ausrutscher, das kriege ich doch. Wieder kriegen. Ich kann nicht wieder ziehen. So, du hast ja hingestellt, Kapte. Ist ja gut, Reini, ist ja gut. Beruhig dich. Ja, hat er, der hat im Kosovo trainiert. Hä? Der hat im Kosovo trainiert. Da habe ich aber keinen Schuss abgegeben. Hallo.
Das hast du gehört. Hast du noch auf? Ja. Jo, nach vorne. Nimm deine Wertungskarte. Hier muss hier rausnehmen. Nee, warte mal. Okay. Ja, das hat besser. Hier rein. Und ich bin ja nicht reinmöglich, was hier ich habe jetzt nicht gehört. Das kriegt er wieder.
Eier musste mir, ne? Schalenwechsel!
Nicht mehr nachladen. Da sind wir ja so. Reintausch! Was? Stimmt. Reintausch! So, kannst du das schon abholen? Waffenladen und feuerfrei. Gehörschutz! Ein Glück, wenn wir den Spruch haben. Ja. Ich will vergessen, ich war jetzt nicht mehr. Aber da war was. Schützschrift? Ja, Hochglanzurkunden. Extra drucken lassen oder Laserdrucker? Oh. Scheiße, Junge. Das würde ich mal gesagt. Wer soll das ausmachen? Das bringen wir der Weihnachtsmann oder weil sie gibt da einen Auftrag und drucken? Oder der Drucker? Ja, genau. Dann waren sie hier ein halbes Jahr und dann ging das nicht mehr zurück. Ne? Da wollen sie dann nicht wieder ausreißen. Dann schnauze sie bis oben mit Faul. Er kann auch so einen Kollegen, aber der war nicht recht vernünftig. Das war nicht ganz gut. Keine Formel im Knochen sein. Auch einen dritten. Ja. Super Schuss. Also sind kaputt, die Dinger. Sammeln sie dann auf und dann öfter mal vor. Jetzt habe ich auch schon gehabt. Der war gut. Wir haben natürlich vorbereitet 10 Urkunden. Die ersten 10 Plätze haben wir gewertet in Einzelwertung. Und Reinhard, das war's. Und natürlich unseren. Reiner kann dazu kommen. Ach ja, genau. Unseren Mannschaftspokal noch. Reiner ist doch hier. Meinst du Reiner Otto oder wie? Gott. Meinst du mich? Ich sehe gar nicht, der ist draußen Film. Das ist egal, schneiden wir raus nachher aus dem Video. Ne? Das ich habe mir so Sachen drauf, ich will das suchen. Gut. Ja, unser Mannschaftspokal steht da. Wir haben nochmal ein paar kleine nochmal gemacht und dann natürlich nochmal ne, der, was ich ja heute Morgen schon angekündigt hatte. Ja. Wir gucken mal, wir werden mal schauen. Ja, ja, er grinnt schon so. Ihr habt ja vorgeschossen, weil deshalb. Ja, ja, genau. Ja, aber ne, unter Kontrolle ist schlimmer wie, ne, ja, also vor ja, ein paar Jahren hatten wir ja mal immer so eine Vereinigung, ne, die fängt mit S an. Also die Jungs waren viel schlimmer, wollte ich sagen. Wir haben aufgepasst, aber wie? Aber irgendwann hatten wir erzählt, da war einer von euch Leute bei, ne? Ja, da hinter jedem Schützen von uns standen 5 von denen. Ja, oh, mit das ist doch kein Schuss. Das geht doch gar nicht so. Wir sind ja auch so schlecht heute. So, ich möchte beglückwünschen zum 10. Platz Peter Sagert. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Der 9. Platz geht an unseren Schützenbruder Bernd Keding, der ist leider gerade in Aktion dort. Müssen wir entschuldigen, aber Schießbetrieb haben wir nicht stehen. Sag ihm, dass wir geklatscht haben. Er hat ja aufgenommen. Hat er sich dann angucken. Kann er sich angucken. Der achte Platz, der geht an Bernd Tabbert. Der unterstützt unseren Bernd da draußen. Die beiden Bernds, die sind draußen, die arbeiten. Trotzdem Applaus. Aber das ist gut. Der 7. Platz geht an den Schützenbruder Michael Fagt. Mit 223 Ringen. Glückwunsch. Den 6. Platz hat Hans-Joachim Pinger. Mit
233 Ding. Soll ich hinkommen, Hans? Ja, gleich über. Da guck mal her, hier. Komm mal hier schön vor die Kamera. Ja. Ne? Guck mal dichter, komm. So, ja, Glückwunsch. Den fünften Platz mit 237 Ringen, Rainer Otto. Ja. Okay, hol. Nicht weiß. Dankeschön. Genau. Letztes Mal war Anfänger. Den vierten Platz. Tja, Eggy, du bist nicht da. Wir trauen auch gar nicht mit 239 Ringen. Eckart Pfeiffer. Die Holzmedaille. Die Holzmedaille. Da haben wir keinen Trostpreis. Also ich packe ihn Lutscher mit drauf. Das ist kein Problem. Ja, den dritten Platz, da können wir auch mal jemanden beglückwünschen, der es auch endlich mal verdient hat. Ich weiß es nicht. Mirko Lemke. Meine Güte. Oh, ja. Für 240 Ringen. Eine Schleimspur wieder. Ja, aber muss auch mal sein. Steht sicher. Den zweiten Platz in unserer Einzelwertung mit 245 Ringen, Thorsten Hanusch. Guck mal. Das an. Bleib gleich mal stehen, Thorsten. Ja, wollte er nicht so angeben, eine Urkunde angeben, die nimmt er mit, ne? Hast du ja gesehen, du kriegst den schönen silbernen noch dazu. Schau dir das mal an. Und deine Urkunde, bitteschön. Super, danke. Kein Problem. Den ersten Platz ist auch leider nicht da, hat vorgeschossen. Marco Strahl mit 251 Ringen hat er uns alle abgehängt hier. Also Marco, kann man nur so sagen. Hat nicht genug Störfeuer geschossen? Wir haben schon. Die haben Streufeuer geschossen. Eckart war ganz schön entnervt. Aber, ja. Aber nicht, weil wir zugeguckt haben. Ja, Wettkampf schießen wir halt. Ich hab ein paar Leute mit. Du haben es wieder. Du ist es wieder eingetreten. Ja. Wir haben gekämpft, ja? Ja, wir machen das immer so. Ich sag mal, immer da, wo geschossen wird, dann bleibt doch der Vorteil. Ach so, ist okay. Ihr habt doch den Aufwand. Dann lass mich jetzt mal kurz rechnen. Wann sind wir wieder dran? In 2 Jahren wieder. Damit nicht so viel transportiert werden muss. Ne? Nächster kommt ja wieder zu uns. Ja. Halt, richtig. Halt okay, wir hatten sie ja schon ausgewertet heute Morgen, meine Ansprache. Die hat auch natürlich sehr gut geholfen. Ja, ich fand, ich war. Ich bin glücklich und trotzdem die guten Zweiten. Letztes Jahr die Sieger. Gürtzkoer SC, ja. Thorsten. Glückwunsch. Zweimal im zweiten Platz. Das ist auch krass. Bitte schön, warte noch einen Augenblick. Guck mal, wir haben ja noch so eine Mini-Statue noch dazu, ne? Ja, ein Mini-Pokal. Darf ich beglückwünschen, der ganzen Schützenkompanie. Ne? Habt ihr gut geschossen? Ja, doch, ohne Frage. Jeder Stand ist ja auch anders. Ne? Genau. So, der erste Platz, ne? Der erste Platz, der geht natürlich. Der zweite ist doch gut, schnell bevor wir den letzten Mal herrschen. Ja, ja, ganz schlimm. Zweiter Sieger. Ja. Der Sieger ist immer gut. Na, nicht dritter geworden. Den ersten Platz, naja, den muss ich jetzt ja leider an die Jamler vergeben. Ja, tut mir ja auch ein bisschen leid. Mit 730 Ringen, ganz knapper Vorsprung natürlich. Ne? Aber ganz, verdient. Aber wirklich ganz knapp. Verdient. Ich überreiche das mal hier an Hans-Joachim. Möchte ihn hier noch einmal mal so nochmal in die Kamera halten hier, ne? Der bleibt dieses Jahr bei uns. Das sind nur 2%, ja. Also ja. Ich hoffe mal, da war wieder eine gelungene Veranstaltung. Zu essen ist ja auch noch da und zu trinken, wer jetzt noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, ja. Ansonsten bedanke ich mich für die Teilnahme und macht ja auch jedes Jahr wieder aufs Neue Spaß, denke ich mal. Wir haben uns ja auch gefunden und wir arbeiten sehr gut zusammen. Ja, auf jeden Fall. Wir bestehen aber darauf jetzt. Ne? Gut. Ansonsten möchte ich dann die Veranstaltung auch beenden. Danke. Wenn man das zweite Mal, beim zweiten Mal ist das schon Tradition, ne? Und beim dritten Mal ist das dann schon Brauchtum. Richtig. Gut, so.